Hallo und herzlich willkommen bei Ein Tesla für 8 Pfoten. 2 Tage sind es noch, der Countdown läuft, bis ich endlich nach Tilburg aufbrechen kann und meinen Tesla in Empfang nehmen kann. Natürlich, die Nächte werden unruhiger, man malt sich so einiges aus, hat ein paar Gedanken, ob wohl alles gut gehen wird. Ich werde euch weiter in den folgenden Tagen und Wochen hier auf den Laufenden halten, wie alles geklappt hat, meine ersten Erfahrungen mit dem Tesla und vor allen Dingen, wie die 8 Pfoten, unsere beiden Hunde, mit mir und dem Wagen auf Reise gehen. Bevor es losgehen kann mit einem Elektrofahrzeug, muss man sich natürlich Gedanken machen, wo lade ich auf, wann lade ich auf, wie lade ich auf. Und da ist es immer relativ wichtig, auch eine gewisse Bandbreite abdecken zu können. Klar, auf weiten Reisen, da habe ich zunächst einmal die Supercharger. Aber wenn ich an einem Ort ankomme, da muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, wie kann ich dort laden, wenn es vielleicht ein paar Kilometer bis zur Schnellladesäule sind. Hier vor Ort in der Region habe ich mich dazu entschlossen, ein Ladenetz-Abo abzuschließen. Denn vor Ort sind die Stadtwerke, in den Nachbarkommunen sind es andere Energieversorger, die diesem Netzwerk beigetreten sind. Und das sorgt dafür, dass ich tagsüber, wenn ich unterwegs bin, irgendwo vor Ort meinen Wagen abstelle, häufig auch eine Ladenetz-Ladesäule vorfinde. Aber wie sieht es aus, wenn ich unterwegs bin, wenn man vielleicht im Urlaub mal ist, wenn man auf einem Wochenendtrip irgendwo hinfährt, wo man nicht direkt vor der Haustür eine Säule aus dem Ladenetz hat und auch der nächste Supercharger etwas entfernt ist. Ich habe mir also Gedanken darüber gemacht, mich ein wenig schlau gemacht und habe überlegt, für den Notfall sollte man immer 1 bis 2 Karten dabei haben. Heute nun kam Post. Ich habe The New Motion angeschrieben gehabt. Jetzt werden einige von euch sagen, New Motion, die sind doch relativ teuer. Ja, sind sie an einigen Säulen. Wenn man in der App nachschaut, dann wundert man sich bisweilen schon, was dort alles an Preisen aufgerufen wird. Aber das ist keine Sache von The New Motion, das ist eine Sache deren Partner, was sie an den Säulen haben wollen. Für mich ist tatsächlich nur eine Rückfalloption, wenn gar nichts anderes mehr geht. Was war jetzt im Briefumschlag drin? Heute kam an eine große Karte, eine Hinweisbeschreibung auf der Rückseite, wie man vorzugehen hat und der kleine Chip. Der Chip, der mich hoffentlich anhand meiner Seriennummer, wenn ich ihn vor die Geräte halte, identifizieren kann, die Ladesäulen, und dafür sorgt, dass ich Sprit bekomme. The New Motion, die Ladekarte, der Schlüsselanhänger, das Konto ist installiert. Ich habe also mittlerweile auf meinem Handy die App installiert. Ich werde jetzt im Nachgang einmal meine Authentifizierung vornehmen und dann hoffentlich unterwegs, wenn es mal darauf ankommt, auch die Möglichkeit haben, bei The New Motion zu laden. Zu den Tarifen an sich und was ich zu bezahlen habe, werde ich in späteren Videos an den Ladesäulen mal direkt Stellung beziehen, denn es fällt auf, es gibt Preisunterschiede und man sollte nicht blauäugig einfach die erstbeste Karte oder so einen kleinen Clip raushalten und ihn an die Ladesäulen anhalten, denn dann kann eine Ladung ganz schnell mal zu einer bösen Überraschung werden. Jetzt werde ich mich noch ein bisschen einlesen, werde gleich nochmal schauen, dass ich alles mit der App vernünftig verbunden kriege und hoffe, dass ich die letzten beiden Nächte nicht allzu nervös sein werde und nur vom Tesla träume, denn am Freitagmittag ist es soweit. 13 Uhr ist der Übergabetermin in Tilburg und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten.